So, die zweite Runde ist einen guten Kilometer jung. Wir befinden uns jetzt im Wald und André spult in gewohnt sauberem Laufstil und lockerer Manier die zweite der vier Einheiten ab. Ich hatte das mit dem hügeligen Terrain schon mal angesprochen. Hier der Beweis, André, bei knapp Kilometer 2 im Wald. So, zweite Runde. Wir befinden uns wieder auf der Gegengerade. Hier sieht man mal André, der gerade auf dem Fahrradweg läuft und auch zwei Fahrradfahrer laufend überholt. So bekommt ihr mal etwa einen Eindruck von der Geschwindigkeit, die sich jetzt im Bereich 3,30 pro Kilometer bewegen dürfte. Wobei, wie ich André kenne, sind wir vermutlich etwas schneller unterwegs. André hatte die Schuhe eben schon mal angesprochen. André läuft die Einheit heute mit einem normalen Trainingsschuh, also kein besonders leichter Wettkampfschuh. Und trotzdem sieht es absolut flüssig und rund aus. Auch die LKWs freuen sich über Andres Einheit und unterstützen durch Betätigen der Hupe.